Was, außer es geht um Spoiler, da werden wir uns nicht einig. Ja, bei. Ach, shit, ich habe noch ein Feld frei. Ach, shit, das waren ja drei Felder. Ryan versteht keinen Spaß, was Spoiler angeht. Nee, wirklich nicht. Also, wenn Ryan irgendwo mal in einen Autoladen geht und die sieht den richtig geilen Heck-Spoiler, den sieht sie da, und würde den gerne an sich an ihr Auto anbringen, da versteht sie keinen Spaß. Also, wenn sie den nicht für wirklich den angemessensten Preis bekommt, da versteht sie keinen Spaß. Ne? Das geht gar nicht. Ich habe wieder ein bisschen zu viel Humor heute getankt, wa? So, ein Sämchen noch und dann können wir ins Bett gehen. Gänseblümchensamen. Ah, siehst du? Zwei Stück. Jetzt habe ich nur noch ein Feld frei. Das macht mir jetzt auch kirre. Hi, Celine. Ryan ist einfach in Need for Speed ganz weit vorne. Genau, ja, klar. Need for Speed ist übrigens ein drogenverherrlichendes Spiel, ne? Das bedeutet ja eigentlich, dass ihr ganz, ganz dringend hier Speed braucht. Ich weiß nicht, schnieft man Speed überhaupt? Ich kenne mich mit Drogen nicht aus. Need for Speed, weißt du? Du brauchst ganz, ganz dringend diese Droge, ansonsten kommst du nicht klar im Leben. Voll diese drogenverherrlichenden Sachen wieder, ne? Ich gönne mir übrigens heute gerade mal eine Cola, Schwarzwaldwasser, weil ich brauche das heute. Ah, ich hasse Need for Speed. Ich habe es ehrlich gesagt, glaube ich, nie gespielt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Autorennspiel gespielt habe, was halt wirklich auch als Autorennspiel gedacht ist. Also jetzt nicht Mario Kart oder Disney Speedstorm, das sind ja eher so Fun-Racer, ne? Aber sowas wie Gran Turismo, Need for Speed sind, glaube ich, schon ein bisschen ernst zu nehmen, ne? Ein Schluck Werbung! Niki, hallo! Ein Klapphändchen für dich! Hast mich mit dem Spiel angefixt. Ich habe es mir jetzt auch geholt, aber für die PS5. Es macht schon Spaß, ne? Also mir macht es gerade aktuell echt wieder Spaß. Und Yassa, hallo auch an dich. Ich habe sofort aufgehört zu rauchen, als ich vor 2 Wochen von meiner Schwangerschaft erfahren habe. Du bist frisch schwanger? Herzlichen Glückwunsch, Shanti. Noch zu früh zu fragen, was es wird, ne? Klapphändchen. Sakura, hallo. Schön, dich mal wieder live hier zu sein. Ja, freut mich, dass du da bist. Generell, also ich will hoffentlich in Zukunft, also für diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben, aktuell starten wir ja gerade unsere 7 Tage hintereinander Streams Woche und wir sind jetzt am Tag 2, deswegen auch der Titel Tag 2 und ich will in Zukunft auch ein bisschen mehr Transparenz in die Livestreams bringen, damit ihr auch ein bisschen besser abpassen könnt, wann ich live bin. Aktuell gibt es ein YouTube-Video auf YouTube, wo die genauen Zeiten für die nächsten 7 Tage drin sind und ich versuche das in nächster Zeit auch immer wieder einzuhalten. Dass ich mir vielleicht einmal die Woche nehme, um einfach mal festzumachen, an diesen Zeiten hast du wahrscheinlich, kann natürlich immer mal was dazwischen kommen, aber zur größten Wahrscheinlichkeit hast du zu diesen Zeiten Zeit. Und dann teile ich das mit euch und dann kriegt ihr halt eben mit, wann ich live bin. Das Einzige, was ich nicht transparent machen werde, ist die Sache, was ich streame, weil das mache ich meistens davon aus, wie wonach ich spontan Lust habe. Das fange ich jetzt nicht an, irgendwie ganz besonders zu fixieren. Eine Woche vorher weiß ich schon, dass ich als nächstes Dreamlight Valley spielen werde oder so. Das kommt, vielleicht habe ich an dem Tag überhaupt keinen Bock, ne? Kann ja sein. Ist maybe möglich. 7 Monate hintereinander streamen. Habe ich 7 Monate gesagt? 7 Tage, habe ich gedacht. Habe ich 7 Monate gesagt? Entschuldigung. 7 Monate durchgängiger Stream. Juri Sakane. Dankeschön. Habe ich Antonia eigentlich auch schon gedankt? Ja, na, Antonia habe ich schon gedankt für ein Follow, ne? Ich hab Angst, dass ich manchmal Leute vergesse. Es tut mir leid. 7 Monate einfach kein Leben mehr. Ey, ihr müsst mich ja nicht 7 Monate gucken, Leute. Ihr könnt ja auch was anderes in eurem Leben anfangen. Moonwolf, hallo. Hab eine Frage. Spielst du auch Paw Patrol World an? Ich bekenne mich schuldig und finde die Hunde wirklich süß, seit ich den ersten Kinofilm gesehen habe. Oh, den Kinofilm, ne? Den habe ich mit meinem Sohn so oft gucken müssen. Mittlerweile hat er seine Paw Patrol-Sucht so ein bisschen unter Kontrolle gekriegt.
Ich habe ihn auf Entzug gesetzt. Nee, irgendwann hat er kein Interesse mehr dran gehabt. Aber ich hatte tatsächlich Paw Patrol World, hatte ich tatsächlich auf dem Schirm. Das Problem ist, der September und der Oktober sind so voll von Spielen. Ich musste Abstriche ziehen. Und Paw Patrol World ist tatsächlich ein bisschen aus dem Raster gefallen. Ich muss es leider zugeben. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass nicht mehr alle Spiele von Toffee gespielt werden können. Leute, wir müssen das akzeptieren. Ich hoffe, ihr könnt das auch. Aber ich heißt natürlich nicht aufgehoben, ist nicht aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, so heißt es, ne? Kann sein, dass ich vielleicht in Zukunft irgendwann mal spielen werde, aber aktuell habe ich es nicht vor. Weil wir haben schon wieder so viel. Ich habe jetzt schon wieder Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück angefangen, was ich eigentlich nicht vorhatte. Und jetzt habe ich es wieder angefangen und ach. Dann muss ich das jetzt auch noch spielen. Wir haben zu viele Spiele. Wir haben zwar jetzt einige Tage Zeit, um uns immer um solche Sachen zu kümmern. Ich würde schon gerne mal wissen, ob da unten eine Quest für mich ist. Ich gehe da jetzt nochmal hin, okay? Ich gucke nochmal, ob vielleicht in einem anderen Dorf doch noch eine Quest für mich ist. 7 Jahre werden noch besser. Ja klar, natürlich. Es sind einfach zu viele neue Spiele. Ja, du hast vollkommen recht. Der September und der Oktober sind so vollgestopft. Dies ist echt wahnsinnig. Ich würde ja dieses Jahr gerne auch ein Weihnachtsspecial wieder machen. So ähnlich wie den Adventskalender, den ich halt eben vor 2 Jahren, glaube ich, mal gemacht habe. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich da hinterherkommen soll. So, ist jemand von euch hier draußen? Ich würde gerne mit jemandem reden. Gibt es hier irgendjemand, der mit mir reden möchte? Guck mal hier, wenigstens die Kinder vielleicht. Jimmy. Die Leute werden wütend, wenn man Obst aus dem Obstgarten stiehlt. Verstehe ich gar nicht. Stehlen ist doch ein Kavaliersdelikt. Ich sollte wissen, ich wurde unzählige Male erwischt. Ich sollte wissen. Ich muss den ganzen Leuten hier einen Duden schenken. Also das ist ein kleiner Dieb. Das ist ein kleiner Dieb, Leute. Was sagst du dazu? Sag, wo kommst du her? Komm schon, sag's mir. Die sind ja aber eigentlich irgendwie ganz süß, die Leute, ne? Die sind alle ganz nett und freundlich. Ich geh mal hier in die Läden rein und guck mal, was da so drin auf mich wartet, ne? Aber hast im letzten Monat wieder super viele Neues gespielt. Das ist schon krass und das alte Muster von dir. Ja, eben. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, ich habe ja lange genug durchgehalten. Vielleicht habe ich mir das jetzt auch mal verdient, wieder den Oktober und den September mal wieder ein kleines bisschen zu schlemmen, was das Buffet an Spielen angeht. So, warte mal, was gibt's denn hier? Baguette macht fett. Oh, Sahnekuchen. Warte mal, wie sieht denn der aus? Das sieht ein bisschen aus, als wären da zwei Kettensägenscheiben. Ne, wie heißen die nicht? Kreissägen. Zwei Kreissägenscheiben im Kuchen drinne. Ein Gericht aus frischer Vanillesoße in Pastetenteig gewickelt und im Ofen gegart. Das sieht irgendwie nicht lecker aus. Es tut mir leid. Baguette mit Sahne? Was sind das für Rezepte? Baguette mit Sahne? Ein Baguette mit Puddingcreme. Der süße Geschmack ist eine Wucht. Gebratener Reis. Das ist lecker. Das geht immer. Gebratener Reis ist super. Okay. Ja, ich lasse das mal so stehen. Ich muss das ja nicht alles essen, ne? Ich freue mich auf das neue Professor Layton und Fantasy Life, aber irgendwie kommt kein Release-Datum. Ja, aber ich bin ehrlich gesagt froh drum, dass wir aktuell nicht noch mehr vollgestopft werden mit Spielen. Ich bin aktuell wirklich froh drum. Ich muss das nicht noch mehr haben. Guten Morgen. Ich bin immer noch ein Reisender, ja. So, wo kann ich noch reingehen, um herauszufinden, was hier so ist? Die anderen Häuser sind, glaube ich, alle... Da darf ich auch rein? Das ist doch so ein 0815-Haus, oder? Ich hoffe, ihr müsst alle Spiele spielen. Du musst einfach jeden Tag 24 Stunden streamen. Ich würde gerne Vollzeit-Streamer sein, aber dafür bin ich leider noch etwas entfernt. Jason! Ist das der Killer? Meine Tochter liebt das Angeln. Ich würde gerne einmal mit ihr in meiner Heimatstadt angeln. Das Angeln im Meer ist etwas anderes als das Angeln im Fluss. Boah. Beißen da die Fische anders? Abgehobenere Fische oder sowas? Oh Gott, die Rezepte.
24/7 Streams von Toffee, beim Essen, beim Schlafen und so weiter. Ich hatte sogar mal irgendwann mal überlegt, rein theoretisch hätte ich genügend Material, um euch einen Livestream-Channel zu machen, wo ich durchgehend so ähnlich wie es Gronkh macht. Gronkh hat ja auch einen 24/7-Channel, Gronkh TV. Ich hätte genügend Material, um euch 24 Stunden irgendwie zu beduseln zu lassen. Das habe ich ja alles aufgehoben. Ich könnte euch allen Scheiß nochmal präsentieren. Streams von vor 5 Jahren oder sowas. Und es ist unglaublich. Ich könnte das echt machen, aber ich glaube, das würde keiner... Das würde, glaube ich, keiner gucken. 24/7 Toffee? Ja, voll anstrengend, oder? Ich finde mich ja selber schon anstrengend und das dann rund um die Uhr. Seit ich das Dorf verlassen habe, mache ich mir Sorgen um meine Schwester. Ich hoffe, sie fühlt sich ohne mich nicht einsam. Du hast die eingebildet. Du bist doch nicht im Mittelpunkt der Erde. Mal Weizen. Ich rede jetzt einfach mal mit den Leuten. Wir haben gerade aktuell nichts zu tun. Vielleicht hat jemand eine Quest für mich. Reese Witherspoon ist auch dabei. Oh wow, Oscar-Preisträgerin. Es gibt eine Gegend in der Nähe, wo man viele Blumen und Pilze finden kann. Geh und such danach. Alter, krass. Wen es hier alles gibt. Achtung, das ist Keanu Reeves. So von den Haaren her würde ich das denken, oder? Toffee TV. Mandy. Hä? Ist das nicht ein Junge? Ist Mandy nicht ein Mädchenname eigentlich? Dieses Feld wird von allen Dorfbewohnern geteilt. Das ist groß, nicht wahr? Wir können das ganze Dorf mit diesem einen Feld versorgen. Ja, wenn es geteilt wird, dann darf ich mich auch bedienen, oder? Hey, ich will mich bedienen. Nicht? Okay. Wie sie einfach alle dastehen und warten, bis sie jemand anquatscht, ne? Das ist schon ein bisschen befremdlich. Ich würde es ein bisschen schöner finden, wenn sie einfach rumlaufen würden. Keone? Wesley ist unser Anführer. Er ist jung, aber er macht gute Arbeit. Ich bin nicht mehr so jung, aber ich mache auch gute Arbeit. Sinja. Wir kommen alle von verschiedenen Orten, aber hier arbeiten wir zusammen, um einen Ort zu schaffen, den wir zu Hause nennen können. Alles klar. Gut. Also, ja, die Leute sind ja alle ganz nett und so, aber wie gesagt, ich glaube, aktuell kann ich in diesem Dorf gar nicht so viel anfangen, ne? Ist fast ein bisschen schade. Wir müssen wahrscheinlich erstmal das andere Dorf so ein bisschen vorantreiben. Entschuldigt. Und erst dann können wir hier wahrscheinlich ein bisschen was anderes machen, ne? Da sind Kühe. Darf ich da rein? Nee, darf ich nicht. Ich darf keine Kühe angucken. Guck mal, hier ist ja noch was. Ich gehe mal hier gucken. Wer weiß, was hier drin auf mich wartet. Immer schön Subs reinbuttern, damit Toffee Vollzeit streamt. Jana, was ist Subs? Subs sind Subscriptions, also kostenpflichtige Mitgliedschaften hier auf Twitch. Das, was du zum Beispiel, du hast ja von einem ein Geschenk gekriegt, deswegen hast du so einen Gackehaufen vorne dran. Klickchen! Dankeschön für den Follow, vielen Dank. Ach. Dankeschön, Ryan. Und genau das sind Subs. Dankeschön, Ryan. Vielen, 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 vielen Dank. Dankeschön. Hättest du jetzt nicht zeigen müssen. Ich hätte es auch erklären können. Ne? Hätte auch gereicht. Das sind Subs. Also das sind kostenpflichtige Abos. Die kann man sowohl verschenken, als auch eben selber reinbuttern. Ne? Das ist schon wieder das Thema Buttern. Ne? Ich glaube, so hat es dann Jana auch formuliert. Um mich dann halt finanziell zu unterstützen. Aber wie gesagt, so weit sind wir noch nicht. Da müsste eine ganz andere Dimension kommen, als dass ich das wirklich Vollzeit machen könnte, ne? Martha. Wenn du Tiere halten willst, brauchst du eine gute Tierscheune. Bitte komm wieder. Ich habe keine Tierscheune. Ich habe doch eine Tierscheune. Aber die Tierscheune... Das war keine Aufforderung, Vroni. Dankeschön, Vroni. Dankeschön. Vielen Dank für die Gifted Subs. Oh, ich schniefe schon wieder. Ich weine schon vor Rührung. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Und 7776766 ist ein interessanter Name.
Dankeschön für den Follow. Dankeschön. 777667666. Kann ich dich irgendwie anders nennen? Kann ich dich einfach nur 7 nennen oder so? Das ist für mich leichter. Oh, ein leicht bekleidetes Mädchen. Lass mich mit dir sprechen. Was trägst du denn da für Sachen? Ryan, es reicht. Es reicht jetzt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ach Mensch, Leute. Dankeschön. Vielen, vielen Dank an 777666. Dankeschön. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke. Ryan ist doch nur ausgerutscht. Ja, natürlich. Wie immer, ne? Danke, Leute. Ihr seid zu gütig. So, warte. Jetzt muss ich mal... Aulani muss ich jetzt ein bisschen lasziver. Die sieht aus, als ob sie ein bisschen lasziver unterwegs ist. Warte mal. Hallo! Ich gehe angeln. In der Nähe gibt es einen Fluss, an dem man viele Fische fangen kann. Jetzt habt ihr gedacht, ich rede sie anders, ne? Das war der Überraschungseffekt, Leute. Das war der Überraschungseffekt. So habt ihr damit nicht gerechnet. Toffi kann auch anders. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Wo ist sie? Da hinten muss ich lang, ne? Um wieder zurückzukommen. Denk an deine Stimme. Oh, stimmt. Ich muss echt ein bisschen aufpassen, ne? Nicht, dass ich am Ende des Tages wirklich hier sitze und gar nicht mehr reden kann. Und ich habe noch 5 Tage vor mir. 5 Tage Streams liegen noch vor uns. Ihr Hals ist heute Abend wieder tot. Nee, tatsächlich, also es wird jeden Tag besser. Also das Schlimmste habe ich wirklich überstanden. Es wird wirklich jeden Tag besser. Von dem her, alles kein Thema, Leute. Wir kriegen das hin. Yes, we can. Um es mit Barack Obamas Worten zu sagen. Was hat denn eigentlich Bill Gates, wollte ich gerade schon sagen. Joe Biden. Was hat Joe Biden eigentlich für einen Leitspruch? Klickchen HD, hallo. Was, die Äpfelkante? Was für eine Äpfelkante? Spyro, hallo. Ich weiß nicht, was du meinst. Äpfelkante? Sagt mir nichts. Was hat Joe Biden für einen Leitspruch? Rheumasalbe hilft oder so? Der ist auch so ziemlich alt, oder wie war das? Also Joe Bidens Spruch steht bestimmt auf seiner Karteikarten. Ja, aber was ist das für ein Spruch? Lieber mit den Hühneraugen sehen, als gar nicht sehen, oder so. Oh, ich muss nochmal die Eule schmusen. Hallo, Eule. Oh, guck mal. Oh, sie ist glücklich. Das kann ich jetzt jeden Tag machen. Diese eine Eule. Soll man sie benennen? Darf ich sie denn irgendwann mitnehmen? Ich nenne sie Joe Biden, okay? Sind in meinem Lurk, bin dran mit Essen machen. Oh, Muri, ich wünsche dir viel Erfolg beim Essen machen und später einen guten Appetit. Ich habe heute auch gut gegessen. Bei mir gab es heute einen Topf mit Karotten, mit Bohnen, grüne Bohnen, mit Kartoffeln, also Karotten, Kartoffeln, grüne Bohnen und Lamm. War es, glaube ich, ne? Ja, ich glaube... Nee, Kalb war es. Kalb, Entschuldigung. Kalbsgulasch, sozusagen. Also ein richtig schöner, leckerer Eintopf. Richtig schön lecker. So, ich verkaufe, wie gesagt, ich verkaufe gerade aktuell alles, weil ich kann das sowieso nicht gebrauchen. Ich verkaufe jetzt auch mal die Muscheln, die können jetzt auch weg. Und das Essen behalte ich. Genau, dann können wir eigentlich schon wieder schlafen gehen. Und am nächsten Tag hoffentlich endlich mal die Blumen looten. Bisschen nicht verraten. Ja, genau. Also bitte nicht spoilern, Leute. Ganz, ganz wichtig. Ich möchte Sachen auch selber rausfinden. Das ist das Schöne am Spiel. Man möchte natürlich ja auch Dinge einfach selber rausfinden. Ne?
Wenn ihr irgendwo an eurem Körper eine erogene Zone habt, die ihr noch nicht kanntet, ist das doch schön, es einfach selber rauszufinden. Weißt du? Irgendwann in einem sehr, sehr heißen Moment packst du dir halt irgendwie, keine Ahnung, an die Kniekehle und dann merkst du so, das ist ja, das fühlt sich ja so vertraut schön an. Und so. Und weißt du, was das für ein schöner, angenehmer Moment ist? Wenn dir jemand anders hingeht und sagt, komm, lass mir mal. Komm, kipp Kniekehle her. Zack. Und, ne? Und an der Kniekehle rum. Und das ist ein komisches Gefühl dann. Weißt du, weil jemand anders dir das dann so gezeigt hat. Aber wenn du das selber machst, ist das doch viel schöner, angenehmeres Gefühl. Verstehst du? Interessanter Vergleich. Ja, aber so kann man es doch erklären am besten, oder? Oh, es regnet heute, Leute. Kann ich den jetzt gucken? Nee, kann ich nicht. Die Tomaten kann ich aber. Ah, genau, die kann ich ernten. Sehr gut. Leuchtend rotes Sommergemüse. Hat einen starken Säuregehalt und wird oft roh gegessen. Ja, ich habe leider Probleme, Tomaten so viel roh zu essen. Weil... Oh, kann ich die ernten? Ja. Margarete. Eine Blume mit schönen weißen Blütenblättern bevorzugt warme Orte. Und blaue Margarete. Eine blaue Margarete, die auf felsigen Boden wächst. Und Gänseblümchen. Eine wunderschöne Blume mit einer leuchtend pinken Farbe. So, warte. Na. So, wie viel habe ich noch zu ernten? Mehr geht nicht, ne? Okay. So. Dragon! Bei mir gibt es Reis mit Garnelen und Mangosauce. Oh, geil. Okay, ich komme bei dir vorbei und esse ein bisschen mit. Mega lecker. Garnelen sind sowieso generell super lecker. Und auch noch mit so einer schrägen, fruchtigen Soße. Oh, da bin ich auch ganz dabei. Da wäre ich wirklich da. So. So, wie viel habe ich denn jetzt? Wie viel brauchen wir insgesamt? Questi, da bist du. Wir brauchen noch 4 Gänseblümchen und 6 Tulpen. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Dafür sammeln wir hier ordentlich Kohle. Also ich muss schon sagen, ich mache hier den großen Reibach. Also. Hä? Ach so, ach stimmt, ich habe ja noch einen eigenen Reiter für Blumen. Oh Gott, ich habe vergessen, ich vergaß. Ich habe ja einen eigenen Reiter für Blumen. Entschuldigt. So, die kann ich eigentlich auch verkaufen. Die brauche ich gerade nicht. Die Rosen brauche ich auch nicht. Die brauche ich auch nicht. Und Unkraut brauche ich sowieso nicht. Wobei, das bringt halt nicht viel, ne? Das behalte ich mal lieber. Vielleicht kann man da später Dünger draus machen. Ich glaube, das geht irgendwie, ne? Es ist kaputt, also kannst du nicht rein. Hä? Wo ich alles rein kann, was vorher kaputt war? Das willst du gar nicht wissen. Ich habe immer so ein unschuldiges Bild von Toffee, weil er so lieb ist. Und dann das. Hä? Ich bin alles andere als unschuldig. Da kennst du mich aber schlecht. Ich bin alles andere. Also, Alter, was ich für ein Dreckskerl sein kann, das kannst du gar nicht wissen, du. Ne? Alter. Letztens, ne? Da wollte mein Sohn, wollte unbedingt Fernsehen gucken. Ich habe die Fernbedienung versteckt. Eiskalt. Ich habe die Fernbedienung eiskalt versteckt. Das hat er nicht mitgekriegt. Bis heute hat er das nicht gewusst. Aber psch, nicht verraten, ne? Wahnsinnig, ne? Und letztens beim Essen, da habe ich tatsächlich, ne? Also das war schon ziemlich gut gesalzen, das Essen. Und ich bin hingegangen und habe noch nachgesalzen. Das darfst eigentlich niemandem erzählen, ne? Zu viel Salz ist halt ungesund, ne? Und ich habe dann volle Kanne nachgesalzen. Ich habe, glaube mindestens dreimal habe ich wirklich drauf. Alter. Ich darf es eigentlich niemandem erzählen, ne? Aber... Ich bin halt wirklich so ein... Ich bin so ein bisschen abgebrüht. Ach Gott. Ja, ich hab einen Hau. Lass mich. Du bist ja richtig kriminell.
Wer sollte das denn dann noch essen? Ja, nur die Harten. Nur die Harten kommen in den Garten. Da wären wir wieder beim Thema hier mit Garten, ne? So haben wir die Kurve wieder gekriegt zum Thema... So haben wir die Kurve wieder gekriegt zum Thema Farming. Übrigens, durch die Bank kriege ich eigentlich immer nur positive Wertungen zu diesem Spiel. Sehr viele Leute sind erfreut über dieses Spiel und wissen, dieses Spiel zu schätzen und haben super Erfahrungen mitgemacht. Sind froh, dass es existiert. Ich gehe mal ein bisschen weiter hier rumgucken, ne? Wenn wir sowieso schon warten müssen, bis das alles fertig ist. Also, ich bin gespannt darauf, wie sich das noch entwickeln wird. Genau, stimmt, ich kann auch ein bisschen Holz hacken. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze hier noch entwickeln wird. Aber bis jetzt scheint es zumindest endlich mal wieder ein Harvest Moon zu sein, mit dem die Leute zufrieden sind. Und das finde ich sehr, sehr schön. Jasmin, guten Abend.